Das hier ist die Canon EOS M200 und es wird Zeit, da mal ein Review drüber zu machen. Ich war mit der jetzt ein paar Wochen unterwegs, aber kurzer Disclaimer, bevor wir anfangen, das ist nicht meine, die gehört Canon Deutschland und ich habe die jetzt halt eine Weile gehabt zum Testen. Das ist deshalb nicht meine, weil ich habe schon eine M100 und man sieht direkt, die sind super verwandt miteinander, aber ich habe auch eine M50 und auch damit ist die M200 eng verwandt. Sie liegt also irgendwo zwischen M100 und M200. Die Bildqualität der M200 ist sogar 1:1 mit der M50 zu vergleichen. Sie hat den gleichen Sensor und sie hat auch den gleichen Bildprozessor. Bei der M100 hat sich der Bildprozessor verändert. Die hatte noch einen Digic 7. Die M200 hat jetzt einen Digic 8, aber so großartig tut sich da nichts. Kann sein, dass ich deshalb nämlich auch zwischendrin mal ein paar Bilder von der M50 oder M100 einblende. Das schreibe ich dann aber dazu. Generell möchte ich gar nicht so groß auf die Bildqualität eingehen, weil die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre oder was weiß ich was, hat Canon immer den gleichen Bildsensor in seinen APS-C-Kameras verbaut oder in den meisten APS-C-Kameras. 24 Megapixel, der ist gut. High ISO, absolut im brauchbaren Bereich. Geht erweitert bis 51.200 und zur Not kann man damit schon leben. Auch der Dynamikumfang ist absolut im grünen Bereich, sodass ich da gar nicht viel weiter drauf eingehen möchte. Wie gesagt, ich blende hier zwischendrin einfach Bilder ein. Außerdem ist für die Bildqualität ja hauptsächlich das Objektiv zuständig. Man kann hier EF-M-Objektive anschließen, die nativen EF-Objektive, also die nativen Objektive für den EF-M-Anschluss. Man kann aber auch EF- und Canon EFS-Objektive anschließen. Es können so riesengroße Oschis sein und damit kann man natürlich ganz andere Bilder machen. Dafür braucht man allerdings einen Adapter. Ich habe hier den von Meike und den auf die Kamera oder aufs Objektiv und dann einfach ran und dann muss ich gucken, ob das hier passt. Zack. Und dann kann man aus dieser kleinen Kamera ein riesen Ding machen. Optimal ist für diese Kamera allerdings der 22 mm Pancake, denn damit wird sie fast so klein wie die Kompaktkamera. Man ist zwar nicht mehr ganz so universell, wenn man nur eine Festbrennweite hat, aber das macht schon richtig Spaß. Eine kleine Kamera mit diesem kleinen Objektiv drauf. So, jetzt machen wir das hier mal wieder drauf. Das ist das 15-45er Kit-Objektiv. Damit wird die Kamera verkauft. Das ist für ein Kit-Objektiv ganz okay. Klein, leicht, universell, nicht besonders lichtstark, aber dafür eben klein. Man kann damit leben. Die meisten Bilder, die du hier siehst, die sind mit dem Kit-Objektiv gemacht. Und ich schreibe sie auch dazu, mit welchem Objektiv die gemacht sind. Also kurz von den Objektiven her bist du hier super universell. Du kannst quasi alles anschließen, wenn du den passenden Adapter hast. Das ist wirklich, wirklich gut. Und sie kann von klein bis groß eben alles sein. Wichtig allerdings, RF-Objektive kann man nicht anschließen, also man kann doch nicht alles anschließen. Also die Objektive vom Canon EOS R-System passen leider nicht auf eine EFM oder EOS-M und die EF-Objektive, also die Objektive von einer EOS-M, passen auch nicht auf eine Canon EOS R. Gut, von außen, was haben wir alles? Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Ich habe nämlich schon ein komplettes Tutorial für die Kamera gemacht. Verlinkt ihr hier oben, wenn es dich interessiert. Und wenn du schon eine hast, dann lernst du da hoffentlich einiges darüber. Wir haben unten das Batteriefach. Einzigartig bei einer EOS M oder eigentlich nur bei diesen ganz kleinen EOS Ms gibt es das Fach für die Speicherkarte hier an der Seite. Das ist super gut. Wenn unten eine Schnellwechselplatte drauf ist, dann kann man nämlich trotzdem problemlos die Speicherkarte wechseln, auch wenn das Ding auf einem Stativ steht. Hier haben wir einen HDMI-Ausgang und einen USB-Ein- oder Ausgang, je nachdem, wie man es sehen möchte. Man kann die Kamera auch als Webcam benutzen mit dem EOS Webcam Utility. Nachteil an dem USB-Anschluss, man kann die Kamera nicht darüber laden und deshalb sage ich auch, dass es nur ein fast perfektes Update ist. Denn die Kamera ist also so wunderbar schön klein, aber wenn man sie mitnimmt zum Wandern oder so, muss man eben immer, also wenn man mehrere Tage unterwegs ist, immer noch ein extra Ladegerät dabei haben und das nervt halt schon. Wir haben einen eingebauten Blitz, den man auch so nach oben klappen kann. Wir haben ein kleines Moduswahlrad, was ich sehr gut finde, dieses Minimale, wie man sich da einmal dran gewöhnt hat, super gut. Auslöser, ein Drehrad und da hinten noch ein paar Punkte, Knöpfe und das war es auch schon. Punkte sind auf den Knöpfen drauf. Einen großen Touchscreen, den braucht man auch, um die Kamera zu bedienen. Das geht aber alles wunderbar damit. Jetzt bin ich im Automatikmodus. Nee, gar nicht wahr. In was für Modus bin ich denn hier? Ach, in Hybridautomatik. Na gut. Also man kann die Kamera problemlos damit bedienen, kann alles hin und her schieben, kann aber auch mit anderen Dingen. Aber wie gesagt, ich habe schon ein komplettes Tutorial zu der Kamera gemacht, das einfach angucken, wenn dich die ganze Bedienung interessiert. Da gehen wir auch immer das Menü ein. Als Menü gibt es zum einen ein Menü mit Anleitung, das kennt man schon von der EOS M50 und auch Erläuterungen und so, oder das Standardmenü. Sehr gut an der M200, es gibt auch ein My-Menü, wo man sich eben Menüpunkte reinlegen kann, auf die man oft und schnell zugreifen muss, weil eben nicht alles in dem Q-Menü hier drin ist. Alles richtig gut. Auch gut gerade für Foto.
wenn man hier nach ganz hinten geht, dann kommt man hier zum leisen Modus. Den kennen wir auch schon von der M50. Das heißt, dass die Kamera mit dem elektronischen Verschluss auslöst und eben nicht mit einem mechanischen, sodass man, naja, man hört es ja jetzt hier vielleicht oder man hört es eben nicht. Jetzt hat es im leisen Modus ausgelöst. Und wenn ich mit einem mechanischen Verschluss auslösen würde, dann macht es eben so. Es ist ganz gut, dass es jetzt einen leisen Modus hat. Das hat mir bei der M100 echt gefehlt, weil manchmal kommt man eben in Situationen, also ich kann mich, wir waren auf Mallorca in so einer Kirche mal, da wollte ich halt fotografieren, da saßen aber Leute, die gebetet haben und so, da möchte man natürlich nicht dieses Klack haben. Hat man hier nicht unbedingt, wenn man es nicht möchte. Nachteil, es geht nur im Automatikmodus. Man kann also nichts dran einstellen, man muss die Einstellung so nehmen, wie sie kommen. Ansonsten hat sich im Fotomodus gar nicht so viel getan. Der Autofokus ist besser geworden, es gibt jetzt eine Augenerkennung und er funktioniert auch besser bei Dunkelheit im Vergleich zur M100 und M50. Aber nur für Fotos, würde ich jetzt sagen, muss man nicht von der M100 auf die M200 umsteigen. Viel mehr hat sich allerdings bei Videos getan. Zum einen kann man jetzt in 4K aufnehmen, 25 Bilder die Sekunde oder 24 Bilder die Sekunde, je nachdem, ob man NTSC oder PAL hat. Wichtig allerdings, man hat hier einen starken Crop, genauso wie bei der M50 auch. Und man hat auch einen starken Rolling Shutter Effekt, sodass bei Bewegungen schnell Linien etwas schief werden. Sagen wir mal so, 4K ist eine schöne Dreingabe, unbedingt sein muss es nicht. Bei der M50 benutze ich es manchmal, gerade eben zum Beispiel, der hängt hier oben und filmt jetzt die M200. So sieht es also bei der M200 auch aus, wenn man in 4K aufnimmt. Die richtigen Stärken liegen aber in Full HD. Da hat man den Dual Pixel Autofokus, der richtig gut funktioniert. Man hat nicht den starken Crop und man hat auch nicht so einen starken Rolling Shutter Effekt. Außerdem gibt es noch eine verbesserte oder im Vergleich zur M100 verbesserte Timelapse-Funktion. Man kann jetzt ein bisschen mehr einstellen, man kann allerdings leider keine Langzeitbelichtungen machen und so. Es gibt auch einen hohe Bildrate-Modus, das heißt Zeitlupe. Man kann in 720p allerdings nur in 100 bzw. 120 Bilder die Sekunde aufnehmen. Auch hier hängt es wieder davon ab, ob man PAL oder NTSC eingestellt hat. Leider nur 720p, leider ohne Autofokus und leider ohne Ton. Allerdings sind die Zeitlupe-Bilder eigentlich ganz gut. Wie alle EOS-Ms gibt es auch in der EOS M200 einen elektronischen Bildstabi für Videos. Ich zeige dir einfach, wie es aussieht, dann hörst du auch gleich, wie sie sich anhört. Du siehst mich jetzt in Full HD, in der digitalen IS ist aus. Jetzt achte mal, wie alles größer wird, wenn ich ihn einschalte. Jetzt habe ich ihn aktiviert, ich bin schon ein Stück näher dran, obwohl mein Arm genauso lang ist wie vorhin. Und jetzt mache ich noch erweitert. Und jetzt bin ich eben noch eine Ecke näher, aber wenn ich mich bewege, man sieht eben schon, dass er richtig gut stabilisiert, also gerade die Bäume hinten rum und so. Ich laufe jetzt einfach und zum Vergleich stelle ich jetzt erstmal auf aktiviert wieder um. Jetzt sind wir bei aktiviert. Meiner Meinung nach ist das der beste Kompromiss zwischen Qualitätsverlust und Stabilisierung. Gerade wenn man so rumguckt, sieht es immer noch ganz gut aus. Und jetzt zum Vergleich nochmal ganz aus. Jetzt ist er ganz aus, der digitale IS. Deshalb sieht man am meisten von mir auch nicht vergessen. Der optische Stabi ist immer noch an. Deshalb wackelt es nicht ganz so krass wie komplett ohne Stabi. Machen wir aber weiter. So sieht das Bild also aus und so hört sich es an. Full HD mit Kit-Objektiv und internem Mikro. Einen Mikrofonanschluss haben wir leider nicht. Was die Kamera aber hat, was keine andere M hat, was ganz cool ist, ist dieser rote Button hier. Wenn ich den drücke, dann starte ich damit eine Movie-Aufnahme. Na, Akku geht alle. Und ich kann hier sogar die Belichtung einloggen. Oder, jetzt kommt es zurück, okay, Moment, Belichtung ist eingeloggt. Oder ich kann sogar auf Autofokus, manuellen Fokus wechseln und so. Das ist wirklich ganz cool. Gerade auch, wenn man das Display einmal vorne rumklappt, einfach vorne draufklicken. Also ich dachte erst, oh, diesen Button braucht man ja gar nicht, aber tatsächlich nutze ich den echt oft, hätte ich nicht gedacht. Außerdem gibt es bei der M200 jetzt einen cleanen HDMI-Ausgang in Full HD oder 4K, je nachdem, was du möchtest. Damit kann man wunderbar das Aufnahmelimit umgehen oder auch zum Streamen. Aber wie gesagt, das Webcam-Utility funktioniert hier auch, wobei das glaube ich nur in Full HD, das weiß ich gar nicht genau. Aber geht ja über den HDMI auch. Und man kann auch Hochkant-Videos aufnehmen. Also klar, man konnte vorher schon die Kamera hochkant stellen. Jetzt wird auch die Information im Video gespeichert, sodass man, wenn man die Daten überträgt, das Video dann sofort hochkant hat. Das heißt, in Sachen Video hat sich tatsächlich einiges getan im Vergleich zur M100. In Sachen Foto, es gibt das My-Menü, es gibt den leisen Modus, okay, es gibt den Kreativassistent beim Automatikmodus, aber sonst würde ich sagen, macht man mit der M100 genauso gute Bilder wie mit der M200. Ich mag beide Kameras super gut. Ich mag auch dieses minimale Bedienkonzept. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das so verinnerlicht hatte. Aber tatsächlich möchte ich das jetzt gar nicht mehr missen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit diesen beiden Kameras unterwegs zu sein und zu fotografieren. Zu filmen macht mit der natürlich ein bisschen mehr Spaß, weil sie halt ein bisschen mehr kann als die. Aber
vom Empfehlen her würde ich sagen, kauf erstmal eine M100, die ist momentan viel, viel günstiger zu kriegen als die M200. Außer du möchtest unbedingt irgendein Feature, das die M200 kann, das die M100 nicht kann. Ansonsten kannst du getrost zur M100 greifen. Aber mit der bist du natürlich zukunftssicherer. Auf dem Video würde ich dann doch eher die M50 kaufen. Also ich tue mich ein bisschen schwer, die Kamera zu empfehlen, hauptsächlich deshalb, weil sie so viel teurer ist als die M100 und weil die Konkurrenz direkt im Canon-Lager ebenso wahnsinnig groß ist. Ansonsten kann ich die Kamera wärmstens empfehlen. Ich mag die, die ist gut, die macht gute Bilder, die macht gute Videos, die ist klein, man kann sie aber auch groß machen. Lässt sich wenig Negatives darüber sagen. Ach doch, eine negative Sache gibt es. Sie hat keine interne Wasserwaage. Das ärgert mich. Das hatte die M100 auch nicht. Die M50 hat es. Und da sind wir wieder so dabei. Die M50 ist kaum teurer oder kostet sogar gleich viel als die. Wie die? Als die. Egal. Ja, gute Kamera. Gibt genug andere gute Kameras. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Kommentier unten drunter mal. Wenn du noch Fragen hast, auch unten drunter kommentieren. Aber wie gesagt, es gibt auch ein komplettes Tutorial zu der Kamera, das verlinke ich dir hier. Es gibt auch eine ganze Playliste zur M100, da packe ich die Videos zur M200 auch rein, das verlinke ich dir hier. Hier gibt es mein letztes Video und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, denn gerade zum EOS M-System kommt bei mir immer mal wieder was und dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.